Heute haben wir einen Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit, damit die Menschen sich etwas aus eigener Anschauung informieren können, wie wir arbeiten, wie wir denken. Es gibt zahlreiche drei Vorträge dazu. Sie kriegen ja vielleicht schon ein bisschen was von der lebendigen Atmosphäre mit, die hier sich so langsam gestaltet. Wenn wir hier rumschauen würden, dann würden wir sehen, dass viele Bilder auch von Analytikern, die hier am Institut tätig sind, aufgehängt sind und doch so eine ganz lebendige Atmosphäre zustande kommt. Im Übrigen haben wir die Gelegenheit, hier den Menschen die Räumlichkeiten zu zeigen. Man kann darüber diskutieren, was ist im Liegen eigentlich anders als im Sitzen, weil die Psychoanalyse Rite original findet ja im Liegen auf der Couch statt. Wir haben dann ein Büchercafé, wir werden einen Film zeigen und diskutieren, weil in Filmen ja auch viel das Unbewusste zur Darstellung kommt. Und insofern gibt es eine Affinität immer schon zwischen Film und Psychoanalyse. Die Ambulanz wird sich vorstellen. Die Ambulanz ist ein wesentlicher Bestandteil hier, ohne den das Institut gar nicht lebensfähig wäre. Finanziell auch. Ja, es gibt hier die Möglichkeit, Patienten zu behandeln, aber auch weiter zu vermitteln. Was in unserer jetzigen Zeit angesichts der Schwierigkeit von vielen Menschen überhaupt einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz zu finden, enorm wichtig ist und von hoher Bedeutung. Ich würde mich freuen, wenn auch viele Auswärtige heute dazukommen und neugierig werden. Das ist ja das Thema auch heute, das Unbewusste zwischen Skepsis und Neugier. Und wir wollen heute so ein wenig darauf hinwirken, dass die Neugierde wieder überwiegt, die Psychoanalyse kennenzulernen, die ja nicht nur ein Therapieverfahren ist, sondern im Grunde auch eine Kulturtheorie.